Die Bundesliga ist wieder da und es wird gleich mal richtig spannend. Wer leidet am meisten unter dem Afrika- und Asien-Cup und was für Auswirkungen könnte das haben auf die Meisterschaft, die internationalen Plätze und den Abstiegskampf? Viele haben die Qualität vom BVB auch ein Stück weit zu hoch eingeschätzt. Der BVB hat jetzt schon 6 Punkte Rückstand in Köln. Hätte ich persönlich sehr spannend gefunden, Friedhelm Funkel. VfB macht unglaublich Bock. Die spielen für mich neben Leverkusen den attraktivsten Fußball der Bundesliga. Und wenn Leverkusen diesen Afrika-Cup jetzt übersteht, dann ist Leverkusen natürlich Titelkandidat Nummer 1. Ex-Bundesliga-Profi Patrick Helmes ist am Start und gibt seine Prognosen ab zum zweiten Bundesliga-Halbjahr. Und natürlich huldigen auch wir heute in der Sendung einem der größten dieser Sportart, Franz Beckenbauer. Jetzt bei Was geht Bundesliga? Ja, nicht nur die Bundesliga ist zurück, sondern auch er bei uns als Gast im September war ja hier schon mal am Start und hat für uns feinst säuberlich das Topspiel Bayern gegen Leverkusen analysiert. Und jetzt freuen wir uns sehr darauf, was er so zum Bundesliga-Restart zu sagen hat. Patrick Helmes, moin. Wunderschönen guten Morgen. Also ich habe gesehen, du hast ja die Winterpause auch ganz gut genutzt, ne? Und beim Budenzauber ein bisschen auf dich aufmerksam gemacht. Ich habe da so ein Video gesehen, Budenzauber, das Legendenturnier in der Halle. So, und da ist ein Traumtor gefallen. Das nimmt man gerne mal mit nach der Karriere, oder? Ja, deshalb habe ich heute bei dir auch nur zugesagt, weil ich ein bisschen promoten will für Tor des Monats. So, genau. wenn er das nicht gemacht hätte, das hättest du abgesagt wahrscheinlich, ne? So, jetzt kannst du dich natürlich... Nein. Ich habe so viel Spaß gehabt im September. Aber wie gesagt, Budenzauber ist... Ich bin ja 84 geboren und die 90er, das war ja damals noch DSF, mit sonntags für den ganzen Turnieren. Mann, da hast du den ganzen Tag vorm Fernseher gehangen und hast dich drauf gefreut. Und hin und wieder treffe ich das Bällchen doch noch mal. Ja, schöne Grüße auch an Ailton, ne? Der hat da, glaube ich, auch Spaß. Nee, also wirklich, müsst ihr mal googeln, findet man auf jeden Fall das Tor von Patrick. Schönes Ding. Und auf unserer Plattform findet ihr übrigens auch hier auf YouTube ein Video noch mal, ein bisschen Nostalgie. Wisst ihr noch, als der Budenzauber die Winterpause uns allen verschönert hat? Da auch gerne noch mal reinschauen. Also das schließt dann an das an, was Patrick gerade erzählt hat. Worauf freust du dich denn jetzt am meisten in diesem zweiten Bundesliga-Halbjahr? Ja, am meisten so ein bisschen auf die Entwicklung so dieser einzelnen Mannschaften. Ob gewisse Mannschaften wie Leverkusen das bestätigen können, ob Bayern einfach so konsequent auf Ergebnis weiterspielt wie eine Hinrunde, ob Borussia Dortmund, die eigentlich so als Meisterskandidat gezählt haben, ob sie noch die Champions League erreichen, wie das unten mit dem Schneckentempo da vorangeht. Also die Bundesliga ist, glaube ich, so interessant wie lange zuvor nicht mehr. Ja, und die Bundesliga startet auch und ins neue Jahr und hält vielleicht auch ein bisschen inne, denn bevor wir jetzt über die Tabellenregionen sprechen, müssen wir natürlich auch einem Tribut zollen, der leider von uns gegangen ist, Fußballlegende Franz Beckenbauer. Der Kaiser tritt ab und die Sportwelt steht still. Der Tod von Franz Beckenbauer bewegte nicht nur Deutschland. Auf der ganzen Welt trauern Menschen um einen der größten, die der Sport je hervorgebracht hat. In England schrieb die Daily Mail Sport: Wir werden dich wiedersehen, wie du durch den Himmel gleitest, Franz. In Spanien würdigte die Marca: Wir alle wollten Beckenbauer sein. Und auch seine engsten Vertrauten erinnern sich. Ja, Franz war ein überragender Spieler. Aber er war ja viel mehr als der Spieler. Er war ein toller Mensch. Ja, war perfekt, weil er eben auch seine Technik gepaart mit seiner Spielintelligenz. Das war schon absolute Weltklasse. Der Franz war immer ein Ausnahmefußballer. Und er hat sich auch als Junge super, super entwickelt. Und das haben wir dann gesehen, seinen ganzen sportlichen Lebensweg, was er gemacht hat, das hat genau zu ihm gepasst. Und er ist deswegen nicht abgehoben, sondern immer am Boden geblieben. Er war wahrscheinlich der globalste Mensch, der je im Fußball stattgefunden hat. Auch international zollten die größten Vereine der Welt ihren Respekt. In Deutschland wird Beckenbauer am kommenden Bundesligaspieltag mit einer Schweigeminute geehrt. Außerdem sieht die DFL das Tragen eines Trauerflors vor. Der FC Bayern lädt am 19. Januar zu einer Gedenkfeier in die Allianz Arena ein. Im Zentrum der Feier stehe das Andenken an Franz Beckenbauer, der die Fußballfans auf der ganzen Welt bewegt und begeistert hat. Und das weit über das Spielfeld hinaus.
Ja, Patrick, für viele ist er bis heute der begabteste Fußballer, den Deutschland je hervorgebracht hat. Ist er auch jemand, der dich als kleiner Junge inspiriert hat? Gibt es irgendwas, was dich mit Franz Beckenbauer verbindet? Ich kann mich halt so, die WM 90 war eigentlich so mein richtiges Fußballerlebnis, was ich live so richtig mitbekommen habe, weil zu dem Zeitpunkt selbst in Italien im Urlaub waren mit der Familie. Mein Opa ist Italiener, deshalb haben wir auch italienische Wurzeln so ein Stück weit. Und da kann ich mir an dieses Turnier erinnern. Er ist natürlich der größte Fußballer, den wir wahrscheinlich in ganz Deutschland jemals hatten. Das Lebenswerk, was er im Fußball geschaffen hat, gibt es gar keine Worte für, gar keine Definition. Deshalb ist es super traurig. Er hat schon sehr, sehr viel Tolles für uns Fußball-Deutschland getan. Ja, und das könnt ihr auch alles nochmal nachvollziehen. Wir haben ganz viel Content jetzt auch produziert dazu. Karriererückblick, wie gut war er eigentlich als Fußballer? Schöne Szenen haben wir auch hier auf dem Kanal. Das könnt ihr euch alles auch nochmal anschauen. Ja, es ist natürlich sehr traurig. Es wird natürlich auch eine Schweigeminute und Trauerflor bei jeder Partie dieses 17. Spieltags geben, der dann jetzt ansteht. Ein großer Mann, eine Legende, ist von uns gegangen und da wird die Liga natürlich auch nochmal innehalten. So, und damit sind wir dann jetzt bei unserer Vorschau und beginnen mit dem Abstiegskampf. So, und mittendrin, Patrick, sind deine Kölner. Du bist eine Kölsche Jung, bist in der Stadt geboren, hast in der Jugend dort gespielt und insgesamt über 5 Jahre für die Profis. Glaubst du, Timo Schulz, der neue Trainer, ist der richtige Mann, um den FC da unten rauszuholen? Ich hoffe es. Also ich hoffe es wirklich von Herzen, dass der FC das schafft. Man muss einfach sagen, dass die Jugend natürlich wirklich rabenschwarz war. Mit dem bitteren Finale dann Ende Dezember, mit der Entlassung von Steffen Baumgart und mit dem Kass-Urteil. Es kommt sehr viel zusammen. Ich glaube, auch mit Schulz haben sehr wenige gerechnet, dass er genau dem Profil entspricht, was der FC sucht, oder Keller in dem Fall. Es wird super viel Glück brauchen. Es geht gar nicht nur unbedingt um die Qualität von Schulz. Die Mannschaft ist, wie sie ist. Du kannst kaum Veränderungen vornehmen. Du kannst natürlich junge Spieler, wie als Beispiel einen Deal, der in der Runde keine Rolle gespielt hat, noch hinzunehmen. Aber auch diese Jungs haben noch nie richtig Bundesliga gespielt. Der Abstiegskampf ist jetzt gerade nicht der ideale Weg, um sich zu entwickeln, weil einfach Ergebnisse kommen müssen. Und da, das kennt natürlich auch Timo Schulz nicht. Ne? Unser Kick-Reporter Jim Decker hat es gesagt, er sieht da das Risiko nicht drin, ne? Dass eben ein Timo Schulz auch selber gar keine Bundesliga-Erfahrung hat und eben auch keinen im Abstiegskampf. Könnte das zum großen Problem werden? Das kann mit Sicherheit ein Thema werden. Es wurden ja super viele Namen gehandelt. Natürlich muss man auch wissen, es gibt auch viele Trainer, die sagen, die Konstellation im FC ist jetzt nicht gerade so glücklich, um da irgendwas persönlich erreichen zu können. Heiko Herrlich fand es interessant, Friedhelm Funkel hätte es sich mit Sicherheit auch wieder angehört. Hätte ich persönlich sehr spannend gefunden, Friedhelm Funkel, weil in Köln, und das liest man ja auch ganz nett, Keller hat einen gesucht, der eine ähnliche Philosophie hat wie Steffen Baumgart. Mit dieser Aussage wird er sich Ende des Jahres messen lassen müssen, weil wenn der Abstieg am Papier steht, wird das in Köln keiner gut heißen. Demnach wäre es, glaube ich, wichtiger gewesen, für mich persönlich darauf zu achten, dass man die Liga hält, wie auch immer. Und Friedhelm Funkel hat das eindrucksvoll vor der Ära Baumgart geschafft, weil er einfach Erfahrung hat, weil er einfach ein Typ ist, der Leute mitreißen kann. Die Kölner Fans lieben ihn. Wäre mit Sicherheit auch eine sehr, sehr spannende Lösung gewesen. Und trotzdem muss man Schulz jetzt die Chance geben. Nur weil jetzt die letzte Station in Basel vielleicht nicht so gut war, darf man nicht den Schluss daraus ziehen, dass es jetzt in die Hose geht. Aber klar ist, in so einer Situation wie der FC ist, kann es auch zum Schulterschluss kommen. Also das darf man nie unterschätzen. Wenn du im Rücken zur Wand stehst, kann das auch Kräfte freisetzen. Aber trotz allem wäre mit Sicherheit einer, auch wie ein Friedhelm Funkel, für die Position genau der Richtige gewesen. Ja. Man muss ja auch sagen, so grausam, also eigentlich ne, 10 Punkte müsste man sagen, das ist die Bilanz eines Absteigers, aber so grausam sieht es nicht aus, weil es gibt halt viele Mannschaften, die sich da unten tummeln. Man ist ja punktgleich mit Platz 16, mit Mainz und auch in Reichweite zum Nicht-Abstiegsplatz. Wenn wir mal auf den Rest da unten schauen, sehr, sehr breites Feld, Darmstadt, Mainz, Union, Bochum, ja. Werder, Gladbach, Augsburg, Heidenheim ja nominell zumindest auch mit drin, aber die haben halt eine überragende Hinrunde gespielt. Glaubst du, die werden alle bis Ende da unten mit drin hängen oder könnte sich das Feld vielleicht sogar schon in naher Zukunft verkleinern?
Das ist ja das, was du auch eben erwähnt hast. Diese Enge dieser fünf oder sechs Mannschaften ist ja wirklich brutal. Also normalerweise bist du mit so einem Punktestand eigentlich schon hoffnungslos weg. Und das ist eben das, wo die Chance vom FC liegt. Oder auch bei den anderen Mannschaften wie Darmstadt, Union, die einfach wissen, mit einer kleinen Serie kannst du dich wirklich absetzen, weil keiner der Mannschaften irgendwie konstant dreifach punktet. Aber die Qualität bei diesen Mannschaften, Union nehme ich jetzt mal raus, ist einfach sehr, sehr ähnlich. Sie tun sich alle schwer mit Tore schießen oder mit dem Verteidigen. Ihnen fehlt einfach die individuelle Qualität, sich abzusetzen. Und demnach bleibt das genauso spannend, wie es jetzt ist. Union, höre ich jetzt gerade raus, für dich eine Mannschaft, die da relativ schnell rauskommen kann? Ja, weil sie eigentlich die Qualität haben. Und ich finde einfach, unter dem neuen Trainer sie auch ein bisschen gefangen haben jetzt. Auch das ist ja eigentlich neben dem ersten zu Köln Wahnsinn, dass Fischer und auch Baumgart nicht mehr Trainer sind bei den Vereinen, die sie die letzten Jahre geprägt haben. Und dieses Jahr war es dann zum ersten Mal so, dass man wahrscheinlich mit dem Gedanken der Champions League dachte, man muss besondere Dinge tun. Man hat sich dann auf Gosens, Volland, Bonucci festgelegt. Bonucci wird den Verein wahrscheinlich jetzt noch verlassen. Und ich hoffe einfach, dass dadurch die Jungs, die den Verein nach oben gebracht haben, wieder diese Anerkennung bekommen, die sie verdient haben. Weil die Champions-League-Saison hätten sie auch wahrscheinlich ohne die Jungs gespielt. Von daher, glaube ich, haben sie kurz diese Bodenhaftigkeit ein bisschen verloren. Das Gehaltsgefüge wurde etwas gesprengt. Aber Union traue ich es zu, als einzige Mannschaft da unten relativ schnell herauszukommen. Gut, und welche Teams siehst du dann auf den letzten drei Plätzen? Ich gehe mal davon aus, den FC nicht. Ja, tatsächlich doch. Oh, okay. Also ich glaube, dass es Darmstadt leider erwischen wird. Ich finde den Verein unglaublich sympathisch. Sie spielen auch teilweise echt einen vernünftigen Ball, aber es fehlt da so ein bisschen so diese Erstliga-Erfahrung. Und dann glaube ich auch, dass Mainz weiter unten bleiben wird, dass der VfL Bochum noch mit reinrutschen wird und dass der FC, dass diese vier Mannschaften das sich ausmachen werden. Und ich glaube, dass der Relegationsplatz dann schon der größte Erfolg für diese Mannschaften sein wird. Okay, dann sind wir sehr gespannt. Der FC hat einiges vor sich. Habt jetzt gegen Heidenheim, können sie sich natürlich ein bisschen Selbstvertrauen holen. Aber wir haben es auch schon gesagt, die Heidenheimer sind diese Saison echt stark. Aber wir haben jetzt genug über den Abstiegskampf geredet. Jetzt gehen wir weiter zur nächsten Tabellenregion. Dem Kampf um die Europa-League-Plätze, den Borussia Dortmund anführt. Aber auf die kommen wir gleich im Champions-League-Part zu sprechen, denn da wollen sie ja zumindest hin. Wir schauen jetzt erstmal auf Frankfurt, Hoffenheim und Freiburg. Wen siehst du da am stärksten und könnte eventuell noch wer anders mit eingreifen? Dein Ex-Club Wolfsburg vielleicht zum Beispiel? Ja, Europa-League finde ich halt sehr spannend, weil es zeichnet sich irgendwie jetzt schon ab, welche Mannschaften dort mitspielen werden. Kurioserweise ist der BVB in der Pole-Position, was wahrscheinlich vor dem ersten Spieltag keiner unterschrieben hätte. Hoffenheim, finde ich, spielt eine sehr erfrischende Vorrunde, klar mit Auf und Abs, aber mit einem sehr vernünftigen Fußball kann man sich echt super angucken und stehen auch verdient da oben. Und Freiburg ist halt das, was sie aus ihren Möglichkeiten machen. Sie sind einfach punktgleich mit Frankfurt. Sie haben nur 3 Punkte Rückstand auf Dortmund. Finde ich cool und deshalb glaube ich einfach, dass Freiburg auch einen kleinen Vorteil hat gegenüber Hoffenheim oder eben auch Wolfsburg, falls sie noch eintreten sollen. Sie sind einfach ein bisschen erfahrener durch die letzten Jahre schon geworden und deshalb sind sie in meinen Augen ein bisschen konstanter und ich glaube auch, dass Freiburg das noch schaffen wird, einzuziehen mit tatsächlich Borussia Dortmund. Okay, also du glaubst, die Dortmunder werden es nur in die Europa League packen? Beziehungsweise, man muss natürlich ganz kurz nur dazu sagen, Platz 5 könnte im Idealfall ja sogar für die Champions League reichen. Aber gut, das ist jetzt Zukunftsmusik, das kommt ja darauf an, wie viele Punkte im internationalen Vergleich das Fünfte hat. Aber okay, die Dortmunder nur auf Rang 5 bei dir. Ja, ich glaube, wir haben im September, glaube ich, letztes Mal gesprochen, da habe ich auch schon gesagt, dass für mich der BVB die 5-stärkste Mannschaft dieser Liga ist. Und das hat sich auch bis jetzt ein Stück weit bewahrheitet. Nochmal, ich wünsche dem Verein wirklich, das hat so viel Wucht. Auch die Mannschaft hat so viel Qualität. Aber man muss schon fairerweise sagen, dass die Feder drüber noch einen Ticken anderen Fußball spielen, noch besser sind. Und deshalb glaube ich schon, dass die vier oben das nicht mehr abreißen lassen. Der BVB hat jetzt schon 6 Punkte Rückstand. Das kann man problemlos aufholen. Sie haben unter Terzic schon mal so eine Rückrunde gespielt, wo sie brutal viel aufgeholt haben. Hat leider nicht zum großen Wurf dann gereicht. Aber ich glaube, dass die vier oben von ihrer Euphorie so getragen sind, dass sie das nicht mehr aus der Hand geben.
Aber die Konstellation mit den vier oben, die ist schon ziemlich nice dieses Jahr. Okay, dann bleiben wir jetzt doch direkt beim BVB. Dann nehmen wir sie nicht in die Champions League mit rein. Du bist ja selber auch Trainer und weißt, wie so Dynamiken Trainer, Co-Trainer auch ein bisschen sind. Klar, ich spreche natürlich an auf diese neue Konstellation mit Nuri Sahin und Sven Bender als Co-Trainer. Man hört ja auch schon, Nuri Sahin ist recht aktiv, auch im Training. Wie findest du diese Konstellation? Hältst du das für sinnvoll? Es ist auf jeden Fall mal ein etwas anderes Modell. Mit Sicherheit bei dem einen oder anderen Verein wäre der Trainer erstmal freigestellt worden. Und deshalb finde ich es persönlich schon mal ganz gut, dass man auch andere Wege sucht oder der Analyse Wege findet, wo man sagt, da gibt es Stellschrauben, wo man nicht direkt über den Cheftrainer nachdenken muss. Nochmal Terzic ist ein doppelter Junge, der ist Pokalsieger geworden, der ist letztes Jahr fast deutscher Meister geworden. Natürlich ist die Hinrunde nicht so, wie es ist, aber viele haben die Qualität vom BVB auch ein Stück weit zu hoch eingeschätzt. Du hast mit Bellingham und Guerrero zwei Jungs verloren, die du nicht ansatzweise ersetzen konntest. Du hast mit Füllkrug den momentan besten deutschen Stürmer relativ spät dazu gewonnen. Der hatte keine Vorbereitung. Das heißt, auch Füllkrug weiß ich nicht, ob in der Rückrunde der Füllkrug ist, der in Bremen war. Weil so ein Spieler braucht Vertrauen, so ein Spieler braucht Abläufe, so ein Spieler braucht Zeit. Und die hat er nicht bekommen im ersten halben Jahr, weil er zu spät gekommen ist in eine Phase, wo es ziemlich wild war. Und da, wo alle eigentlich mit gerechnet haben, dass sie ausscheiden in der Champions League, da haben sie überzeugt und haben nach dem ersten Paris-Spiel die richtigen Schlüsse gezogen, um die Gruppe zu überstehen. Und alles andere ist halt bisher enttäuschend. Und trotzdem kann man halt so mit Sahin und Bender jetzt zwei Jungs gewinnen, die eben laut Terzic ja eingeteilt werden. Der eine soll sich mehr um die offensive Abläufe kümmern, der andere mehr um die Defensive. Jetzt haben sie, glaube ich, zwei Testspiele gehabt mit 5 Gegentoren. Gut, die Offensive hat auch 5 gemacht. Man sieht das Problem. Man sollte die Defensive noch ein Stück weit mehr stabilisieren, wenn man überhaupt ein Wörtchen noch mitreden will um Platz 4. Ja, okay. Also wir haben von dir eine klare Prognose, was Borussia Dortmund angeht. Sehr spannend. Und du hast jetzt gerade schon angerissen, die ersten 4 machen Bock. Und deswegen gehen wir doch mal rüber. Jetzt wird's königlich. Wir sprechen über die Champions League. Genau, so und eigentlich im Champions League-Part hätte ich jetzt dich gefragt, ob es so bleibt, dass der BVB unterperformt und Stuttgart überperformt, weil ich glaube, von den beiden Mannschaften hängt das ja auch so ein bisschen ab, wer sich da für die Champions League qualifiziert. Absolut. Dortmund haben wir jetzt von dir schon eine klare Antwort gekriegt. Wie ist beim VfB? Glaubst du, dies hochhält an? VfB macht unglaublich Bock dieses Jahr. Also, wie sie Fußball spielen, und sie haben halt nur das Pech gehabt, das sage ich auch fairerweise, wenn sich Guirassy nicht für 2 oder 3 Spiele verletzt hätte im Laufe der Hinrunde, glaube ich, dass der VfB sogar noch mehr Punkte am Konto gehabt hätte und es wäre wirklich oben noch interessanter geworden. Aber ich finde, sie stehen auf Platz 3, das ist außergewöhnlich. Sie spielen für mich neben Leverkusen den attraktivsten Fußball der Bundesliga. Sie haben eine Offensive mit Guirassy, Undav oder Offführig, die wirklich... die so flexibel sind, die so viel Bock haben auf Fußball, dass das Spaß macht zuzuschauen. Und ich glaube einfach, dass diese 4 das oben ausmachen werden. Obwohl ich glaube, dass der Zweikampf und die Meisterschaft nur Bayern und Leverkusen betreffen wird. Okay, dann können wir diesen Champions-League-Part auch relativ kurz halten. Man kann natürlich bei Guirassy jetzt gerade spannend, der ist leicht angeschlagen jetzt gewesen im Testspiel vor dem Afrika-Cup. Gibt anscheinend noch kein Angebot für ihn. Vielleicht bleibt er sogar, also wäre für mich jetzt überraschend, 17,5 Millionen Ausstiegsklausel, würde man denken, da wird doch mindestens mal der ein oder andere Premier League Club mit den Hufen scharen. Schauen wir mal, was da kommt. Ja, Leipzig vielleicht noch ganz kurz, die siehst du weiter auch so stabil, aber auch nicht gut genug, um da noch ganz oben mit einzugreifen. Nein, auch Leipzig hat sich mit Rose super entwickelt. Sie spielt auch immer noch ein mega Fußball. Aber sie haben einfach das Problem, die ist ja das Leverkusen und auch Bayern. Unglaublich konstant performen. Ansonsten wäre auch Leipzig super interessant, aber die machen ihren Weg, die haben sich einfach geisteskrank stabilisiert in der Bundesliga, die gehören einfach zum Top 4 mittlerweile. Von daher sind die 4 schon das Beste, was wir in Deutschland zu bieten haben aktuell. So, und geisteskrank stabil sind auch die beiden Mannschaften, über die wir jetzt kommen. Jetzt kommen wir nämlich, und ich bin sehr gespannt, zum Showdown, denn es geht jetzt um die... Ja, die Meisterschaft und die große Frage, durchbricht ausgerechnet Ex-Münchner
Xabi Alonso, die Meisterserie des FC Bayern. Du hast wahrscheinlich keine Frage in den letzten Monaten öfter gehört, deshalb schiebe ich die jetzt nochmal auf. Aber wie gefährlich, glaubst du, ist jetzt für Leverkusen dieser Afrika-Cup? Es ist unglücklich, aber er ist halt schon immer da angesetzt, wie er jetzt ist. Von daher hat man Leverkusen das akzeptiert. Hat leider jetzt mit Boniface einen verletzten Spieler zurückbekommen. Das muss man auch fairerweise sagen. Aber trotzdem hast du natürlich Cousineau, Tapsoba und Adli sind, glaube ich, die drei Spieler, die weg sind. Teller wurde nicht nominiert. Aber sie haben das letzte Spiel schon vor der Pause dann so bestritten, wie sie wahrscheinlich jetzt spielen werden. Der Kader hat einen unglaublichen Glauben an sich selbst gewonnen. Die Qualität im Kader kann diese Wochen jetzt auch wirklich überstehen. Und wenn Leverkusen diesen Afrika-Cup jetzt übersteht und ist im Februar noch vor den Bayern, dann ist Leverkusen nicht mehr gefährlich, sondern dann ist Leverkusen wahrscheinlich Titelkandidat Nummer 1. Oha, da haben wir jetzt schon eine klare Aussage. Kommen wir gleich am Ende auch nochmal detaillierter drauf. Wird vielleicht aber auch, weil das fällt ja auch in diese Zeit des Afrika-Cups mit rein, das direkte Duell mit den Bayern ein Knackpunkt. Wir haben ja vom Hinrundenduell haben wir ja schon drüber gesprochen. Da hat Leverkusen wirklich überzeugt. Jetzt könnten aber eben Tapsoba und Cousineau dann auch noch weg sein. Und dann hast du natürlich, selbst wenn das System das auffängt und die Ersatzspieler, hast du natürlich trotzdem Qualitätsabfall. Boniface ist eh erstmal raus. Wie siehst du das? Ich glaube, das ist sogar eine Chance für den Kader von Bayer, genau dieses Spiel in dieser Zeit zu haben. Weil für die Wahrnehmung ist es immer so, ja, schade, dass Bayer halt die drei Jungs fehlen. Andererseits ist es eben genau das, was Alonso immer predigt. Jeder in dem Kader ist wichtig, jeder bekommt seine Chance, jeder hat seinen Stellenwert. Es gibt in dem Kader von Bayer Leverkusen so viele Optionen, der ist so flexibel, ob er seine Dreierkette spielt oder Viererkette. Er hat jetzt gegen Venedig mit einer Dreierkette gespielt. Eine Boulevardzeitung hat das als Libero betitelt. Nein, ist es nicht. Es ist einfach nur eine Dreierkette. Und deshalb sind sie da flexibel. Sie haben dann Tah eben nicht auf die Mitte gestellt, sondern auf die Rechtsverteidigerposition. Sie haben einen Sechser als mittleren Dreierkettenspieler aufgestellt. Also alles Varianten, die total clever sind. Und du hast den Cup hier noch da. Also das ist jetzt keine Blindenabwehr. Das ist richtig Qualität. Und du gewinnst eigentlich sogar noch mit Andrich oder egal, wer dann dort spielen wird auf der mittleren Position, sogar noch einen weiteren spielstarken Spielaufbauspieler. Und das macht Leverkusen jetzt nicht ungefährlich oder schlechter, sondern das macht sie eigentlich sogar noch ein Stück weit flexibler. Und deshalb werden sie diese Wochen überstehen und mal schauen, wie sie jetzt reinkommen. Aber sie haben sich schon eine ziemlich gute Ausgangssituation erarbeitet und den Respekt von allen Mannschaften, der ist da. Ein anderer wichtiger Punkt wird dann natürlich noch die Dreifachbelastung. Bei Bayern ist es nur noch eine Doppelbelastung. Aber es kann ja gut sein, dass sie vielleicht sogar ins Europa-League-Finale kommen und die Bayern vielleicht vorher schon raus sind. Könnte das ein Vorteil für den FCB werden? Glaube ich nicht. Als Fußballer willst du so oft spielen wie möglich. Leverkusen kennt den Rhythmus von der Hinrunde. Es ist nichts Neues für sie, alle 3-4 Tage zu performen. Sie haben das DFB-Pokalspiel gegen Stuttgart, was natürlich brutal wichtig sein wird. Das haben sie zu Hause. Und das war in der Bundesliga auch ein ziemlich geiles Spiel zwischen den beiden Mannschaften. Vielleicht somit das attraktivste der Hinrunde. Von daher, Leverkusen weiß um die Chance, diesen Titel zu gewinnen. Und man wird halt dann jetzt sehen, in der entscheidenden Phase, wie sie den Afrika verkraften und vor allem, wie sie dann halt, ja, dieses als selbstverständlich hinnehmen, Spiele zu gewinnen. Weil das ist einfach eine neue Errungenschaft in Leverkusen, die man auch im Umfeld tatsächlich merkt. Hier ist was entstanden. Der Glaube ist wirklich sehr, sehr groß an die Mannschaft. Und ich glaube echt, dass dies ja so weit sein kann, dass Leverkusen ja den ersten richtigen Titel gewinnt. Okay, dann nehme ich das auch als Meisterprognose von dir. Bayer Leverkusen wird es nach 11 Jahren schaffen, dass mal nicht die Bayern Meister werden. Ich wünsche mir, weil sie wirklich gut spielen, aber man darf eben die Bayern nicht vergessen. Also wir haben über die Hinrunde so viel diskutiert, wie sie Fußball spielen. Fakt ist, sie haben einfach 38 Punkte, sie haben ein Spiel weniger als Leverkusen. Und sie stehen trotzdem immer noch, wenn sie das Nachholspiel gewinnen, mit einem Punkt hinter Bayern. Das ist auch eine unglaubliche Qualität. Und bei den Bayern weiß man halt einfach, wenn es jetzt in die entscheidende Druckphase geht, April, Mai, ja, das kennen halt die Bayern. Und da gibt es keine Mannschaft in Deutschland, die so konsequent durchspielt wie sie. Und ich hoffe einfach, dass die Entwicklung Alonso so weit ist, dass sie standhalten können und wir ein ähnlich spannendes Ende bekommen wie letzte Saison.
man kann davon ausgehen, dass die Bayern zumindest weitgehend stabil bleiben. In den letzten Jahren saßen wir auch oft und haben gesagt, ja, dieses Jahr könnte die Serie durchbrochen werden. Naja, wir wissen, wie das geendet hat. Aber das Schöne ist doch, es gibt einen Meisterkampf. Und wir können, glaube ich, optimistisch sein, dass der auch sehr, sehr lange anhalten wird. Vielen lieben Dank dir, Patrick. Sehr ausführlich, immer wieder sehr spannend, hat viel Spaß gemacht. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Schönen Tag euch noch. Und ganz kurz dann auch noch der Hinweis an euch in der App. Nochmal zurück zu Franz Beckenbauer, der Kicker, und Franz Beckenbauer. Erinnerung von Carlo Wild, unserem Reporter Urgestein, der den Kaiser ja jahrzehntelang begleitet hat. Wirklich schöne, bewegende Momente, von denen Carlo da erzählt. Unbedingt reinschauen. Einen schönen Start ins neue Bundesliga-Jahr euch. Ciao, ciao.